Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part ist es passiert, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Ich bin gestorben in der Djinn-Grotte. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nicht mehr das perfekte Ende sehen, das werde ich euch dann reinschneiden. Das ist auch nur eine ganz kleine Sequenz, aber die hat viel zu sagen. Und ich vermute mal, wir werden jetzt nochmal gegen den Djinn kämpfen. Und ich hoffe einfach, dass ich mich diesmal besser anstelle. So, ich weiß nicht, müssen wir jetzt nach oben oder müssen wir... Nee. Wir müssen nicht nach oben, wir müssen einfach hier nach hinten. So. Und darüber und hier nach oben. Hä? Da bin ich aber auch nicht richtig, glaube ich, ne? Nicht wirklich. Das holen wir uns erstmal hier. Da habe ich natürlich wieder ein halbes Herz verloren, was überhaupt nicht so cool ist. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da drüben ist nochmal eine Treppe, die geht dort runter. Da komme ich dann wahrscheinlich da raus. Ne, eigentlich muss ich hier hoch. Ich glaube, das war schon richtig, oder? Ich bin mir nicht wirklich so sicher. Bin mir wirklich nicht mehr so sicher. So. Dann einmal da hoch, da hoch, dahin und dann hier runter und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Das ist bei dem, aber da bin ich halt auch nicht wirklich. Auch nicht wirklich richtig. Achso, den kann. Aha. Den kann ich aber dann nur. Ja. Gib mir lieber noch mal ein Herz hier. Damit ich hier nicht. Oh, eine Fee. Ah, da bräuchten wir. Eigentlich bräuchten wir da eine. Ah, das ist ärgerlich. Da bräuchten wir eigentlich eine Flasche, die wir beim Angelspiel, glaube ich, bekommen könnten. Ja, dann machen wir das halt anders. Da werden wir schauen, dass wir den Boss heute besiegen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht das Angelspielchen mal machen. Vielleicht haben wir ja da Glück, dass wir eine Flasche bekommen. Dann können wir nämlich eine Fee mitnehmen. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Willst du mich verarschen? So, Kollege. Mein Genie-Freund. So. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin verletzt. Dieser niedrige Schwert zerstört meine Flasche nicht. Das stimmt, aber wenn ich dich dagegen schmeiße. Hahaha. Edgy Badgy, mit meiner Flasche bin ich unverwundbar. Oh Gott. Okay, das... Ich habe gedacht, das hält das ab, aber macht's nicht. Okay. So, wir müssen den auf jeden Fall erstmal aus seiner hässlichen Flasche rauskriegen. Und dann müssen wir einfach gegen den schlagen. So. Sehr schön. So, jetzt müssen wir eigentlich deine... hässliche Flasche kaputt haben.
So, jetzt bist du draußen. Ah, du hast meine Flasche zerstört. Das wirst du bereuen, du. Okay. Okay, was machst du jetzt? Wie gesagt, jetzt muss ich, glaube ich, nur gegen dich. Gegen dich schlagen, genau. Das ist eigentlich der. Das ist eigentlich der große Trick. Also die Gegner sind eigentlich gar nicht so schwer. So, das geht jetzt weg. Und schwuppdiwupp. Haben wir. Also ich glaube einmal noch, dann sollten wir es eigentlich geschafft haben. So. Und das war's. Und da habe ich mich so dämlich angestellt beim letzten Mal. Also der Tod ist wirklich unnötig gewesen. Naja, egal. Wir bekommen definitiv wieder einen Herzcontainer. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Die maximale Anzahl deiner Herzen wurde erhöht. Sehr schön. Gut. Dann werden wir uns das nächste Instrument holen hier. Du hast das Tritonshorn erhalten. Sehr schön. Damit haben wir auch Uranga-Steppe. Die Steppe wartet. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich als nächstes hin müssen, in die Steppe. Da waren wir schon mal kurz drin. Naja, gut. Sehr schön. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall erstmal unseren Hund hier abgeben. Sehr schön, das Herz nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir können auf jeden Fall die Steine jetzt hochheben. So. Von dieser Seite kannst du das nicht lesen. Ja, das ist klar. Okay. Sollten wir mit dem noch ein bisschen rumlaufen? Nee, ich glaube, den können wir ruhig abgeben. Die Frage ist nur. Wo gehen wir da lang? Genau, machen wir hier diese Pflänzchen kaputt. Und lasst mich mal bitte durch, ja. Genau. Sehr gut. Okay, die Frage ist natürlich, warte mal, ich werde mal ganz kurz hier hinten wieder auf die Schaufel wechseln. Und da oben ist auch noch ein Herzteil. Die Frage ist natürlich, da komme ich ja jetzt noch nicht hoch, ne? Komm, frisst das Vieh auf. Sehr schön, geht doch. Ah, ich wollte nicht da. Wollte nicht da reinfallen. Aber ich glaube, zu dem Herzteil hier oben komme ich auch noch nicht so ran. Teilgebirge. Nee. Da komme ich auch noch nicht ran. Unten haben wir natürlich nochmal eine Höhle. Da könnte man natürlich auf jeden Fall mal reinschauen, was uns da erwartet. Warte mal, da ist auf jeden Fall so ein komisches Ding, was wir jetzt sogar wegbekommen. Aber wir bekommen leider nur Rubine. Aber das ist nicht so schlimm. 50 Stück. Die helfen uns auf jeden Fall auch. Und hier müsste ich eigentlich auch ohne Probleme rüberkommen. Das heißt, die Truhe können wir auch mitnehmen und bekommen nochmal Rubine. Okay, das war alles hier drin. Herz, nehme ich mit. Meine Güte. Okay, aber die zwei Truhen haben wir geholt. Aber irgendwo müssen wir Bomben herkriegen, definitiv. So, ich vermute mal ganz stark, hier hinten in der Ecke kann man da bestimmt irgendwo buddeln, oder? Ist aber nichts drin. So, sehr gut. Da einmal rüber.
Und dann hier zurück. Und dann werden wir erstmal unseren Hundi wegbringen, ne? Obwohl, warte mal, wir waren doch auch noch sowas mit, Dingern, wo ich nicht weitergekommen bin. Stimmt. Muss ich nochmal glatt schauen, wo das war. Da gab es nämlich noch so einen Felsen, den wir nämlich noch nicht wegbekommen haben. Genau. Einmal der hier. Einmal der Felsen, da können wir sogar nach unten gehen. Okay, warte mal, was ist das hier? Okay, bin mir auch nicht so sicher, was das... irgendwas kann ich doch ja machen. Okay, warte mal, wegschieben geht nicht. Ich vermute mal ganz stark... anzünden. Kleiner Teufel. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Na toll, vielen Dank, du auch. Finde ich nicht nett? Na warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Ja. Okay. Jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir herumschleppen. Das geschieht ja recht. Bis dann, tschö. Okay, jetzt kriege ich 40 mal Zauberpulver. Alles klar. Der hat mir aber sehr geholfen. Kann ich da jetzt nochmal reingehen? Will ich jetzt einfach nochmal da reingehen und schauen, ob ich den nochmal erwecken kann? Nee, okay, das geht nicht. Alles klar. Das funktioniert nicht. Wir haben hier noch irgendwas hier. Genau, wir haben hier nämlich noch eine Höhle. Wo wir definitiv... das Herzteil uns noch holen können. Also erstmal können wir hier definitiv rein, weil da sind wir auch noch nicht durchgekommen. Ah, und hier kommen wir noch nicht weiter. Hm. Das Herzteil, das... das kriege ich definitiv noch nicht geholt. Aber hier hinten war jetzt noch eins mit den Felsen, die ich da wegräumen kann. Ne? Das war doch hier auch im Zauberwald, ne? Genau. Muss ich nur mal schauen, wie ich da noch hinkomme. Sehr gut. Ah, ja, frisst den... Hallo? Frisst den mal auf, geht doch. War das nicht sogar hier jetzt, das... Ja. Genau, das war nämlich das hier, wo ich jetzt nämlich erst rankomme, wenn ich die Dinger hochheben kann. Und schwuppdiwupp, nehmen wir es mit. Was ein Herzteil. Wie viel brauchen wir denn eigentlich noch? Ah, ich habe erst eins. Okay. Aber hier gibt es da bestimmt noch eine Muschel, oder? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier nichts ist. Ich kann das aber, glaube ich, resetten. Aber muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht resetten. Meine Güte. So, jetzt können wir nämlich hier zurückgehen. Wie gesagt, das eine Herzteil da, das kriegen wir noch nicht hin. Aber das andere haben wir geschafft. Sehr gut, mein Guter, sehr gut. Ja, hier kommen wir wieder raus. Hier kommen wir auf jeden Fall wieder raus. Jetzt sind wir nämlich wieder in Möwendorf. Und die Frage ist, geht man den Guten jetzt ab oder...
Suchen wir den noch, dass er uns noch sagt, wo wir vielleicht graben sollen. Ach nee, komm, wir geben dich ab. Wir geben dich ab. Wir sind lieb. Merci, danke. Es war ja so süß von dir, dich um den kleinen Komet zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Schmatz. Okay, du hast einen Kuss verdammt Moi Moi erhalten. Du Glückspilz. Okay. Dafür zerstöre ich jetzt deine Innenäußereinrichtung. Tut mir leid. So, Komet ist wieder an Ort und Stelle. Ich bin mir nicht so sicher, ob man hier... Ich glaube, die Muschel hier haben wir, glaube ich, schon geholt, ne? Nee, die haben wir nicht, weil hier drin ist nämlich definitiv auch eine Zaubermuschel. Was wir natürlich mit den Zaubermuscheln machen, das wissen wir noch nicht. Und Boris sollten wir eigentlich auch mal besuchen. Wir können jetzt natürlich nochmal, sollen wir, glaube ich, in den Sumpf gehen. In die Wüste, das müsste eigentlich die sein. Da kommen wir ja jetzt auch hin, weil wir ja jetzt... diese Steine anheben könnten, was wir halt vorher noch nicht konnten. Muss mal trotzdem reinschauen, was hier drin ist. Ach, wir wollten angeln noch, genau. Da ist eine Gumba-Figur. Die brauche ich definitiv, die Gumba-Figur da hinten. Okay. Ja, das war auf jeden Fall nicht so weit. Das war definitiv zu zeitig, aber gar nicht so schlecht für einen Anfang, würde ich sagen. Und da ist auch so ein komischer Stein, den wir brauchen. Naja, noch ein Spiel. Ja, das sieht gut aus. Immer zu spät, das gibt's nicht. Immer zu spät. Eigentlich muss ich schon drücken, wenn er bis nach hinten fährt. Wenn er da nach hinten fährt. Das muss ich eigentlich schon. Genau. Sehr schön. Den haben wir, den Gumba. Ich hoffe mal nur nicht, dass er jetzt rausfällt, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Und genauso müssten wir es eigentlich mit diesem Stein dort hinten auch machen. Weil das ist, glaube ich, so ein Kammerstein, den wir für Boris brauchen. So, jetzt muss ich nur mal schauen. So. Sehr schön, sehr schön. Und eigentlich musst du jetzt nur noch nach vorne fahren. Ja. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das müssen wir sogar nicht nochmal ein Spielchen machen. Komm einfach vorbei, wenn du wieder Lust hast. Ja, das mache ich. Erstmal die Gumba-Figur und den Kammerstein. Wie gesagt, den brauchen wir für Boris. Und die Gumba-Figur wahrscheinlich für so einen... Du hast einen Kammerstein erhalten. Warum fühlt er sich so komisch an? Das weiß ich nicht. Wenn wir jetzt reingehen und rausgehen, oder rausgehen und reingehen, müsste es ja eigentlich was Neues geben, ne? Aber erstmal nichts Besonderes, weil da zwar Zauberpulver, aber das ist egal, das braucht man nicht. Gut, dann haben wir eine Gumba-Figur, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zu dem Angelspiel. Was wir ja überhaupt noch nicht gespielt haben, weil ich glaube, wie gesagt, da gibt es halt eine Flasche. Ich liebe diese Melodie. Und du, Basti, was liebst du? Sehr schön.
Aha. Das ist so gemein mit den Fischen, oder? Mit den Fischen, mit den Füchsen. So, dann wollen wir mal schauen hier bei unserem Angelkollegen hören. Angler, möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich 10 Rubine. Fein, halte A gedrückt und lasse los, um die Schnur auszuwerfen. Je länger du A hältst, desto weiter wird sie ausgeworfen. Bewege den Köder mit Hilfe. Drück erneut A, wenn ein Fisch anbeißt, um die Schnur wieder einzuziehen. Willst du schnell einziehen, drücke A schnell in Folge. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es jetzt hier schon... Ja, die Flasche gibt es schon da hinten. Die Frage ist, ich muss versuchen, dass ich die auf jeden Fall an dem großen Fisch vorbeibekomme. Weil mit dieser Flasche kann ich definitiv dann eine Fee... Vielleicht fängt der... Weg, weg, weg. Oh, das ist schwierig. Das ist echt schwierig, da vorbeizukommen. Ja, genau deswegen. Naja, ich will noch mal angeln. Aber natürlich möchte ich jetzt nicht den fetten Fisch dort. Ich will nämlich die Flasche haben. Weil die ist auf jeden Fall... Doch gar nicht so schlecht aus hier. Nein, nein, nein. Ah, Mann. Ah ja, das nächste Mal klappt es bestimmt. Ich will auf jeden Fall weiter angeln, weil ich will auf jeden Fall den Fisch... Ich will aber eigentlich den Fisch hier unten, damit ich da vorbeikomme. Na komm, beiß an. Okay, der ist weg. Sehr gut. Die Frage ist, bleibt die Flasche jetzt dort liegen? Du hast einen kleinen Fisch geangelt. Genau wie du ist der klein. Ah, ja, steckt. Ein Fisch ist wie... Sehen wir mal, 9 Rubine ist der wert. Na nun, jetzt hat der Fisch im... Der hat ein Herzteil im Maul. Naja, warum nicht? Ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, ja, ich will weiter angeln. So weit wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Aber egal, ich will ja, wie gesagt, die... Ah, der Fisch ist aber da, das ist natürlich... Warum ist der jetzt wieder da? So ein Mist. Ich muss gucken, dass ich da hochkomme. Ah, die Frage ist natürlich, wo ziehe ich denn da... Wo ziehe ich den denn da vorbei? Ah. Okay, sehr schön. Die haben wir auch. Du hast ja eine Feenflasche geangelt. Darin kannst du Feen für später aufbewahren. Nee, erstmal möchte ich nicht spielen. Ich habe erstmal gar keine Lust mehr, weil das Herzteil habe ich und die Flasche habe ich auch. Das reicht mir definitiv erstmal. Ja, jetzt müssen wir halt nur noch eine Fee finden, die wir da einsperren können. Und wir sollten ja, wie gesagt, eigentlich in die Wüste gehen. Wir könnten natürlich schon mal schauen... Wie wir da hinkommen, also hier kommen wir auf jeden Fall dann weiter, denke ich mal. Okay, da sind jetzt nämlich solche Steine, die wir ja jetzt endlich hochheben können.
gesagt, das mit dem Tod ärgert mich auf jeden Fall. Wie viel Dings haben wir eigentlich? Wie viel Geld können wir uns eigentlich... Okay, warte mal, wir könnten uns hier den der ist teuer. Herzteil 200 Rubine könnten wir uns leisten und wir haben 10 Bomben für 10 Rubine. Also Bomben möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, sehr schön. Okay, Bomben haben wir bekommen. Ah, ich kann nochmal Bomben kaufen. Könnte ich mir sogar die Bomben kaufen und das Herzteil. Ja. Okay, dann werde ich auf jeden Fall das Herzteil mitnehmen für 200. Sehr schön. Da haben wir nämlich schon 2 jetzt. Oder haben wir sogar schon 3? Ja, 3 noch. Wie gesagt, Bogen geht nicht, da brauchen wir richtig viel. Und Bomben haben wir jetzt 20. Ich würde gerne die Bomben nochmal mitnehmen, weil wir hatten, glaube ich, unten am Strand eine Höhle und wir hatten im ersten Dungeon eine Höhle. Das würde ich sogar vielleicht... also wir hatten auf jeden Fall in dem Dungeon... Wir könnten auf jeden Fall zu dem Dungeon gehen nochmal und hier unten war dann auch noch irgendwas. Ja, komm, das machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Dann können wir definitiv auf jeden Fall mal die Bomben was hören. Ey, was stehst denn du hier rum? Schön dich zu sehen. Hast gerade nichts Dringendes anstehen? Dann lass uns doch in meine bescheidene Welt weiterreden. In meiner bescheidenen Hütte oder so. Wir wollen nochmal, also erst nochmal zum ersten Dungeon, zum Wurmpalast und dann zum Wurmpalast. So, warte mal, da müssen wir hier runter, weil da war definitiv auch noch eine Truhe, die wir erst holen können, wenn wir die Bomben hatten. Da sind wir nämlich noch nicht rangekommen, aber da kommen wir jetzt definitiv ran. Das ist auf jeden Fall Fakt, so Wurmpalast. Das war hoch, links, hoch. Okay. Einmal hoch. Einmal links. Einmal hoch. Und dann können wir nämlich hier eine Bombe legen. Und sollten die letzte Truhe holen können. Sehr schön. Und was da drin? Eine Zaubermuschel. Okay. Wunderbar. Also sollten wir jetzt definitiv auch immer nach brüchigen Wänden Ausschau halten. Ah. Weg mit dir. So, aber ich glaube, hier in dem Dungeon war dann auch nichts mehr. Wir haben jetzt auch alle Truhen hier drinne geholt. Das heißt, wir können auf jeden Fall nochmal zum Strand gehen, weil da war auch noch eine Höhle. Die war nämlich hier unten irgendwo. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Und dann gehen wir in der nächsten Folge dann in die Wüste. Warte mal, ich werde auch trotzdem noch mal die Schaufel ausrichten. Ah, da ist nichts, okay. Man weiß es ja nicht. Wir müssen auf jeden Fall wieder Diamanten sammeln jetzt hier. So. Da ist dieser komische Affe gewesen und hier ist die Stelle mit der... mit der Bombe gewesen. So, das Herz habe ich. Die Tür ist offen. Es ist nur die Frage, was hier drinne ist. Ich weiß es nicht. Okay. Noch ist hier gar nichts drin. Das ist aber ein bisschen seltsam. Es sieht so aus, als ob da irgendwann... ich will doch da keine Bombe hinsetzen. Wo
wollte da eigentlich graben, aber da gab es auch nichts. So. Also wenn wir jetzt, glaube ich, nochmal reingehen, ist ja nichts drin, oder? Ja, ich habe auf jeden Fall was gehört. Also irgendeiner ist hier drin. So, okay, gut. War denn hier oben vielleicht sogar? Ach, jetzt kommen wir nach... schaut mal. An die Truhe kommen wir auch ran jetzt. Ah, da sind nur Rubine. Da sind nur Rubine drin, das ist aber in Ordnung. Da kommen wir nicht raus. Da hinten ist noch ein Geheimgang. Das da sieht auch so komisch aus. Da kommen wir auch noch nicht rüber, ne? So, und was ist das hier? Tut. Oh, da ist eine Muschel drin gewesen. Okay. Nehme ich mit. Keine Ahnung, was die in dem alten Haus hier zu suchen hat. Okay. Also kann ich auch nichts irgendwie... auf jeden Fall alles einsturzgefährdet. Aber hier komme ich definitiv jetzt noch nicht weiter, weil darüber komme ich nicht. Das heißt, ich komme auch hier oben nicht hin. Gut. Und hier unten geht es auch nicht weiter. Alles klar, dann müssen wir sowieso, wie gesagt. Du bist doch so ein... Warte mal. Bin ich jetzt mal ganz fies zu dir? Klappt nicht. Das nützt nicht. Ich habe gedacht, ich kann ihn jetzt einfach hier... Ich kann ihn jetzt einfach mit der Bombe ein bisschen ruhig stellen. Oh, das wollte er nicht. Du bist mal weg hier, weil hier unten war, glaube ich, nichts mehr. Nee, hier unten war nichts mehr. Okay. Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann ab zur Steppe. Wir waren da, glaube ich, ja schon mal. Da müssten wir... was haben wir denn hier freigelegt eigentlich? Oh, da ist auch noch ein Tempel. Wir müssten jetzt eigentlich hier hin. Da kommen wir, glaube ich, von hier oben weiter. Da kommen wir auch noch weiter. Ja, bei dem Hexenhaus. Definitiv. Gut. Ach, nur ein Diamant. Schade. Ach man, naja, egal. Ich glaube, hier im Dorf selber hat man nichts weiter, ne? Aber wir könnten natürlich auch noch zu Boris gehen. Wo war denn Boris jetzt? Warte mal, das Herzteil kann ich... Das kann ich auf jeden Fall entfernen. Und da komme ich noch nicht ran. Und Boris war... Boris seine Hütte, die war hier oben. Teleporter habe ich noch nicht freigeschaltet. Das heißt, ich muss eigentlich durch einen Sumpf. Ich muss eigentlich durch einen Sumpf zu Boris seiner Hütte. Das werden wir auch machen. Wir werden mal gucken, dass wir da vielleicht schon mal das ein oder andere Labyrinth bauen. Da kann man nämlich selber Labyrinthe bauen. Muss die dann meistern. Und... ja. Bekommt dann irgendwann ein Herzteil dafür. So, die Frage ist natürlich. So, warte mal, wir müssen jetzt hier hoch. Genau, hier sind wir richtig. Da müssen wir nicht rüber. Gehst weg. Da ist der Sumpf. Jetzt kommen wir hier einfach nicht
Aber wir kommen ja trotzdem, glaube ich, durch, ne? Wir müssen ja eigentlich trotzdem durchkommen. Ja. So, boah, seine Hütte ist hier hinten gewesen, ne? So, da ist nämlich noch so ein komischer Stein. Oh, was ist das? Eine seltsame Energie. Schau dir das doch mal an. Okay. Wie gesagt, ist ein Teleporter. Nützt mir jetzt nichts, weil wir noch keinen anderen gefunden haben. So, warte mal, das hier oben, das war, glaube ich, das Gebirge. Ich brauche die Macht-Eichel nicht. Oh, aber ich nehme diesen Stein mit, damit ich hier diese Muschel bekomme. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt schon habe mittlerweile. Da oben ist so ein Wurm, aber da komme ich ja sowieso nicht hin. So, da hoch könnte ich kommen. Ein Schild steht hier nicht. Boris Hütte, bring mir alle komischen Steine, die du findest. Sag mal, jetzt reicht's aber ja. Nichts, oder? Okay, nur Diamanten, aber hier komme ich jetzt theoretisch gesehen auch weiter. Wo bin ich hier gelandet? Da unten ist definitiv eine Höhle. Da brauche ich einen Schlüssel. Wunderschlüsselloch. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Teleporter, den wir aktivieren können. Von dort kommt eine seltsame Höhle. Du solltest es dir mal ansehen. Ja. Okay, warte mal, hier sieht es auch aus, als ob ich graben kann. Oh Gott. So ein Mist wieder oben, ey, da schießt Bomben. Wahnsinn. Bin ich jetzt eigentlich hier gelandet? Da hinten ist auch noch was, aber da komme ich nicht übers Wasser, ne? Mit dem Teleporter würde ich ja theoretisch gesehen zu Boris Hütte zurückkommen, ne? Also wie gesagt, hier komme ich nicht rüber. Und schwimmen kann ich natürlich auch nicht. Okay, das heißt, ich brauche da gar nicht reingehen. Aber hier hätten wir auch noch... Hier haben wir auch noch einen Durchgang. Och Mann, wir sind schon wieder... Okay, da komme ich aber definitiv noch nicht weiter. Gut. Dann würde ich sagen, nutzen wir den Teleporter, gehen zu Boris seiner Hütte, machen da am nächsten Port weiter. Das Herz nehme ich natürlich mit. Hat da was geglitzert? Ne, nur so ein Diamant. Okay. So, jetzt können wir uns nämlich hier nach vorne teleportieren lassen.
einmal zu Boris Hütte teleportieren, dann sind wir nämlich da und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wir sehen uns im nächsten Part. Dann geht's hier weiter, dann besuchen wir endlich Boris, mal sehen, was er zu erzählen hat. Bis dann, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.